So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus. Let's play eine neue Runde. Railway Empire. So, und wie immer, ihr habt natürlich nichts verpasst. Der Zug wird hier gerade ein bisschen befüllt. Und ich meine, der wartet scheinbar auf eine freie Strecke oder so, kann das sein? Lass mich mal pfeifen hier. Kann das sein, dass du auch gerade auf eine freie Strecke wartest? So, du fährst hier lang, hier rin, in diesen Bahnhof. Ja. Natürlich hat der Kollege gerade auf eine freie Strecke gewartet. So, in Denver haben wir auf jeden Fall das Problem, dass die Leute immer weniger werden. Warum? Was können wir euch denn Gutes tun? So, ihr braucht nach wie vor Vieh. Bestand der Stadt. Bedarf pro Woche. Ja, Vieh. Vieh braucht ihr. Hä, kriegt ihr doch, oder nicht? So, warum schwindet jetzt die Stadt? Wo ist denn hier die Lok? Warum gehen die Leute da jetzt weg? Was ist das denn jetzt hier für ein Quatsch? Ah, hier ist noch eine alte Lokomotive. Ich glaube, das werden wir mal eben ändern zur John Bull. Jo, bitte, danke. Ja, mach mal. Hallo. Ah, geht doch. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal die John Bull. In der Hoffnung, dass er einfach mal ein bisschen mehr Zeugs ankommt. Leder für Export. Ach so, es kommt ja auch jedes Mal Leder bei raus. Ja, aber warum hauen die Leute jetzt ab? Moment, Bedarfsdeckung 20%. Eigentlich ist das der Bedarf. Bedarf pro Woche. Okay, Getreide brauchen die noch. Vieh, Mais, Holz. Ach, die wollen auch Holz haben. Okay, aber wieso steht jetzt der Holzzug hier? Warum stehst du da jetzt? Sagt mir das doch mal bitte. Hallo. Warum nicht fahren? Ich krieg mal auch immer keine Informationen raus. Fährst hier lang. Eigentlich habe ich dem doch eine eigene Strecke gebaut. Oder bin ich jetzt nur blöd? okay, da kommt noch Harris-Zeug und Co. Ajo, und der hat scheinbar jetzt die Vorfahrt, oder? Lass mich mal kurz schauen hier. Der kommt von da. Warte mal. Welchen habe ich denn jetzt für was vorgesehen? Jetzt müssen wir mal selber gucken hier. Harris Schlag Raten Denver Raten. Raten Denver. Wartet auf Denver. Okay. Der eine Zug hier, der fährt auch, glaube ich, auf der falschen Strecke. Der fährt nämlich auf der Strecke, die wir für den anderen vorgesehen haben. Könnte das sein? Zeig mir mal die Linie. Zuglinie. Okay, das ist die... diese Linie. Was? Achso, Lokomotive. Ja, ja. Bla, bla, bla. Kann das sein, dass wir hier vergessen haben, beim letzten Mal irgendwie eine Ausweichstrecke mit hinzuknödeln? Oder wollte ich das noch? Oder kann das einfach nur sein, dass der hier auf der falschen Linie ist? Gleisbau. Wir müssen in jedem Fall auf der Strecke eine Dingens dann schaffen. Ja, aber warte mal. Moment, jetzt machen wir das Ganze erstmal auf Pause hier. So, hier ist eine Auslastung von 0. Hier fährt der rauf. Der eine Zug, der hier, fährt auf dem falschen Gleis. Und das müssen wir mal kurz ändern. Zuglinie einrichten. Raten. Fahren wir auf Gleis 2, bitte, danke. So, Änderung der Zuglinie übernommen. Dann machen wir mal auf Play. Und der andere Zug, der steht hier halt immer noch. Okay, der steht jetzt, weil hier keine Signale oder so sind, glaube ich. Weil hier sollte ja, auf der Linie sollte ja eigentlich auch nur ein Zug fahren. Eigentlich. Genau, und die drei Linien, die werden, beziehungsweise die zwei Linien, die werden hier vorne wieder zusammengearbeitet, zusammengepflegt. Da müssen wir dann auch nochmal ein Signal setzen. Einmal auf die andere Seite. Rechtsverkehr. Genau.
Und dann müssen wir auch noch auf die andere Seite einsetzen. Und zwar hier. Wegen Rücktour. Und jetzt sollte der Zug hier hinten eigentlich... Nee, kann er ja noch gar nicht. Das ist Quatsch, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Normalerweise sollte der Zug jetzt loslegen und bis mindestens hier vorne fahren. Nö. So, was haben wir hier? Stoppsignal platzieren. Brauche ich nicht. Weiß ich, wie es geht. Will ich nicht. Aber warum fährt der Dingenszug jetzt hier nicht? Wie bist denn du konzipiert? Konfiguriert? Whatever. Ja. Das ist richtig. Genauso wollte ich dich haben. Genauso solltest du fahren. Nur Fracht ist auch richtig. Hat hier alles ohne Wegpunkt funktioniert. Warum fährst du jetzt da lang? Habe ich dich nicht gerade auf die andere Strecke gesetzt? Du Vogel, du. Ach so, der muss erst hier... Der muss erst hier vorne irgendwo auf das andere Gleis kommen. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen. Weil ich es jetzt halt gerade echt beim besten Willen nicht verstehe. Warum der überhaupt auf dieser Linie fährt. So, jetzt kriegt der erstmal hier was zu trinken. Währenddessen die andere Bahn da hinten, wo sie hingestanden hat und einfach Geld gekostet hat. Was haben wir hier eigentlich mal? Wachmann. Ja, einen Wachmann brauchen wir gerade nicht so unbedingt. Keule, du bist schon wieder auf dem falschen Gleis, ne? Ja, weil du auch hier in Denver auf dem falschen Gleis bist. Ne. Drei, drei. Wer spart, gewinnt. Warte. Nee, da... Denver, Gleis 2, Gleis 1, Gleis 4. Gleis 4 ist schon richtig so. Okay, wenn der jetzt umdreht... Also wenn der jetzt hier durch ist, sollte der eigentlich losfahren. Ja, und der fährt jetzt auch endlich los. Boah, das war jetzt aber eine schwere Geburt, Freunde. Das war jetzt aber mal eine richtig, richtig schwere Geburt. So, und du hast wahrscheinlich deinen Express-Status nicht mehr, oder? Zu verwalten. Oh, du wärst aber ganz weit weg vom Express-Dasein. Was für eine Lok fährt denn hier eigentlich rum? Kann man das... Alter, 0 Jahre. Ah, hier, John Bull 040. Okay. So, und ich hatte ja gesagt in der letzten Aufnahme, wir werden uns als nächstes auf jeden Fall um die Dunham kümmern. Da müssen wir noch ein paar Punkte für haben. 160 haben wir aktuell. Das kriegen wir hin. So. Was haben wir hier? Jede Lokomotive... Oh, habe ich hier wieder... Oh. Hier wieder keine Versorgungstürme? Doch, hier ist auch ein Versorgungsturm. Was ist denn los? So, hat... Rayton, habt ihr jetzt hier eigentlich das verkehrt? Den Bahnhof wollte ich eigentlich haben. Ihr habt ein Wartungsgebäude. Das ist schon mal gut soweit. So, aber warum schrumpft die Stadt Denver eigentlich? Das ist mir jetzt gerade echt ein brutales Rätsel. Oh. So, anyway. Was wollte die Stadt Denver jetzt noch haben? Nee, ausgerechnet diesmal wollte ich den Bahnhof nicht haben, sondern die Stadt. So, wir brauchen hier, also Bestand in der Stadt, Bedarf pro Woche. Viehzeug liefern wir. Mais liefern wir, glaube ich, nicht. Müssen wir nochmal nachhaken. Fleisch. Ja, okay, das ist halt Export. Bier. Was haben wir hier an Dingens? Wir haben hier eine Fleischindustrie einzig und alleine. Okay, wie sieht denn das eigentlich jetzt aus mit dem Mais? Mais liefern wir doch. Oder nicht? Oder kommt der jetzt nicht mehr an? Wo ist denn der Zug? Ach, stimmt. Den Zug haben wir ja umgeändert. Pass mal auf, den müssen wir jetzt auch einmal zu John Bull umändern. Während unser Geld hier ganz schön reinkommt. Wartungsbedarf der Lokomotive gesenkt. Das kaufen wir mal. Was haben wir hier eigentlich noch für Personal? Ein Saboteur oder ein Marktschreier? Bewirb mich. Boah. Bewirb den Komfort. Ach, die Stadt kann ich jetzt gar nicht. Okay. So. Haben wir mal gemacht. Jetzt brauche ich, jetzt möchte ich einmal diese Strecke hier. Ist hier ein Lokführer? Nein. Wir haben aber einen ohne Aufgabe und der kann sich nicht vertragen mit dem anderen. Ach, toll.
Okay. Irgendwie konnte ich hier doch nächste Lokomotive oder? Nein. Nein? Nein. Zugliste. Denver Raton. Das ist ein Expresszug. Lol. Mit Fleisch an Bord. Zug verwalten. Und wir schauen, ob hier der Lokführer passt. Nein. Hier passt er auch nicht. Verdammt. So, was haben wir hier? Harris Schlag Raton. Wie sieht's denn hier aus? Könnt ihr beide euch leiden? Ja, ihr beide könnt euch leiden. Also bleibt ihr da auch irgendwie zusammen. So, wir haben 200 Punkte, das ist okay. Wir haben 312.000. Also das heißt, wir können jetzt auch mal ein bisschen was machen. Ein bisschen hier zum Beispiel mit dem Bier nach Cheyenne. Also Getreide nach Cheyenne liefern. So, wie groß ist der Bahnhof hier? Der Bahnhof ist zwei groß. Vergrößern wir dich mal auf 4 Gleise. Nein, nicht abreißen, sondern so lassen. Okay, jetzt ist natürlich das Blöde, dass wieder... Ist jetzt natürlich wieder stonkt mit den Gleisen. 1 neuer Lokführer. Der ist Ernst. Achso, der heißt Matthew, der ist gar nicht Ernst. Der heißt gar nicht Ernst. Oh mein Gott. Dann war Cheyenne. Ist hier ein Lokführer drauf. Oh. Ach, hier geht das, glaube ich, ne? Ja, hier. Ja, da hat er es doch gefunden. Was haben wir denn hier? Stuart Landgut Cheyenne. Denver Cheyenne. So, könnt ihr euch leiden? Boah, geht, ne? Wenn die sich richtig gut leiden können, dann ist das auch geil, dann kriegen die da nochmal irgendwie einen Bonus oben drauf. Ja, aber das hier gefällt mir schon wieder gar nicht, Leute. Hier müssen wir schon wieder den alten Hammer schwingen. Dann müssen wir hier nämlich schon wieder... Achso, das geht. Das geht auch so. Das wusste ich nicht. Dann müssen wir einmal... Dornei, und dann müssen wir den nehmen, mit dem Dornei. Sagen wir, passt so. Okay. So, und als... Gepäckträger kaufen. Hab ich den nicht schon? Also ich hätte schwören können, dass ich den schon habe. Ja, so kann man sich täuschen. So, General Trivolo hat das hingekauft. Stimmt, der andere ist eh schon pleite, glaube ich. Diese Auktion noch? Ja, ja. Meine ja. Deine ja eher nicht, weil du bist eh arm. Und ich glaube, ich mache uns jetzt auch wieder arm. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir ziehen jetzt erstmal ganz konsequent einfach so die Linie. Ups. Hallo? Jetzt. So, einfach mal konsequent gezogen. 300.000. Wir haben keinen Tunnel, aber 40.000 an... Oh, wir haben eine Brücke. Ui. Und das... Und die gar nicht mal so... Nee. Kriegen wir... Hallo? Kriegen wir das Ganze... Ja, erstmal so. Das ist schon mal okay. Und kriegen wir diese Brücke weg. So hätten wir die Brücke auf jeden Fall schon mal wäsch. Dafür haben wir ziemlich viele Erdarbeiten wieder dabei. Bezieht sich nur auf den Bereich hier vorne? Ja. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie... Ja, einmal... Das ist immer so lustig irgendwie. Das ist mir schon so in den Aufnahmen aufgefallen. Einmal teilweise braucht man diese Linien nur einmal anfassen. Und schon hat man das Ganze gefixt. Ich finde das lustig. Zack, gekauft. So, wir brauchen Gebäude bauen nicht. Neuer Zug, Zuglinie einrichten. Und zwar nimmst du mit nur Fracht von Bishop Landgut nach Cheyenne. Oh, machen wir so. Und dann eins Lokomotive, dann nehmen wir die Schombull und los geht's. So, und nun kriegen wir hier halt auch mal ein bisschen Gerste an den Start. So, was haben wir hier? North Plate möchte auch hier irgendwie das Zeug haben. Was ist hier los? Zufällige Panne. Das gefällt mir gar nicht. North Plate. Pass mal auf, da können wir eigentlich mal sagen, wir erweitern diesen Bahnhof und machen auch gleich ein Wartungsgebäude später da natürlich rein. Weil ich habe uns schon wieder pleite gemacht. Hat der Typ schon wieder richtig gut hingekriegt. Okay, wir warten einen kleinen Moment. Das geht jetzt aber alles richtig schnell, wa? So, nee, pass mal auf, machen wir an. Wir machen andere. Mit dem Wartungsgebäude. Das Wartungsgebäude klatschen wir dann hier rein. So, da haben wir Omaha. Da unten haben wir Dodge City. Würde ich sagen, drehen den ein ganz klein bisschen so. Bapp, rin mit dir. Zack.
So, jetzt böbbeln wir uns hier nochmal eine Zuglinie irgendwie hin. So. So zum Beispiel. Dann fassen wir die Linie hier einmal an. Und hier nochmal. Ja, 84.000. Ich meine, das ist preislich, ist es okay. Wir könnten hier nochmal vielleicht, ja. Preislich ist das vollkommen okay, aber ja, ich habe halt jetzt ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und da müssen wir jetzt halt ein bisschen sparen. Aber das ist halb so wild. Die nächste Überlegung wäre von meiner Seite aus jetzt auch mal so langsam mit einem Warndepot und so anzufangen. Und wir müssen auch mal gucken hier, was haben wir eigentlich noch für Aufgaben die nächste Zeit. Transportiere insgesamt 20.000 Passagiere. Gut, die Aufgabe ist schon so gut wie verkackt. Weil dafür haben wir einfach nicht genügend Linien, meiner Meinung nach. Da müssten wir hier vorne gleich nochmal schauen. Hier haben wir eine Auslastung von 11%. Da müssten wir mal schauen, ob wir... Hier, das ist auch geil. Der hat den Affix fröhlich. So sieht der auch aus. Absolut. Der ist auf jeden Fall fröhlich, der Mann. Panzerbrechenden Blick, wa? So, was haben wir hier? Ihr beide kommt klar miteinander, dann macht das, Mann. Was wollte ich jetzt sagen? Wir müssen mal sehen, dass wir hier auf jeden Fall noch ein paar... Ah, warte mal ganz kurz. Jetzt, wie das da gerade aufploppte, lasst uns mal zuerst einen Versorgungsturm hier hinsetzen. Zwar andersrum, dankeschön. So, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal Versorgungsturm. Ja, wenn wir jetzt vielleicht von North Platte hier irgendwie reingehen, dass wir nach Denver kommen. Ich hatte zwar in einer der letzten Folgen, oder ich glaube auch in der letzten Folge gesagt, dass wir Denver so ein bisschen außen vor lassen und Raiden so quasi ein bisschen bevorzugen. Aber das geht nicht aufgrund von einer Aufgabe. Sorge dafür, sorge für 7 Städte mit 53.000 oder mehr Einwohnern. Ja. 2 habe ich irgendwie. Die hat 10.000, die hier hat 57.000. Die hat nur noch 24.000. Und die hat 15.000. Okay. Dann weiß ich nicht, wo die dritte Stadt herkommt. Achso, wie sieht's hier aus in North Platte? Nö. Täusche ich mich oder hatte Denver mal mehr? Da kann ja nur. Weil andere Städte habe ich ja nicht angeschlossen zurzeit. Wir müssten auch gleich nochmal gucken. Erstmal bauen wir diese eine Linie hier. Zack, gekauft. Gebäude bauen. Nein, eine neue Linie von... Nee, genau andersrum. Von der Kelly Ranch nach North Platte hin. Beladung ist nur Fracht. Okay, Lokomotive wählen. Machen wir gleich, wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. meine Überlegung wäre jetzt dann halt North Platte irgendwie noch an Denver mit anzuklemmen. Aber was mich halt wundert, ist eben bei Denver, ich meine, wir erfüllen doch hier eine ganze Menge. Guck mal, wir haben hier Mais, haben wir. Oder wollen die vielleicht noch einen zweiten Zug hier haben? Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Nächste Überlegung ist jetzt auch so langsam ein Warendepot. Eins Warendepot oder mehr. Das sind jetzt halt auch so meine Überlegungen, das in naher Zukunft ein bisschen anzufangen. So, und den möchte ich genau andersrum haben. Dankeschön. Bitteschön. So, den Bahnhof müssen wir dann bei Zeiten jetzt am besten... Genau, Wartungsgebäude, 72.000. Pisse. Ui, was? Ich hab Pisse... Nein, habe ich nicht gesagt, oder? Hm. Ups. So, was haben wir hier unten eigentlich? Hier unten haben wir Mais. Hier Raiden, die haben doch von irgendwoher hier Getreide gekriegt, oder? Warnströme. Getreide haben wir hier unten. Entweder ziehen wir das so, dass wir das Getreide irgendwie an die drei Städte, hier unten haben wir noch Amarillo, dass wir die da irgendwie hin buxieren. Oder aber wir machen das tatsächlich mit einem Warendepot. Dass wir halt ein Warendepot haben, in dem wir meinetwegen
zwei Züge immer hin und her pendeln lassen, die das Warendepot vollballern. Ja, pass mal auf, ich überlege mir das einfach mal in Ruhe, während es die Folge hinter sich hat. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Lokführer, der ist träge. Wer mag denn träge Leute? Den setzen wir jetzt auf jeden Fall nochmal auf irgendeine Linie. Zug verwalten, nächsten, hier haben wir einen. Das ist das hier, Stuart Landgut Cheyenne. Nö, dafür ist mir der zu schade. Zurück, hier ist einer drauf, da ist einer drauf. Hier könnte Denver raten. Okay, geht's, es funktioniert. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, fahren wir nochmal irgendwo so ein bisschen, so einen kleinen Choo-Choo-Choo-Zug. Fahren wir nochmal einfach mit. Kelly Ranch North Plate. Mitfahren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Haut da rein und tschüss.